Hallo meine Lieben, Assalamu alaikum, so begrüßt man sich in Marokko. Wir verlassen jetzt Agadir und fahren Richtung Sahara. Unser Ziel ist Fumzgîd. Der Ort ist nahe der algerischen Grenze. Dabei fahren wir ein Stück der ehemaligen Karawanenroute. Wir werden auf der Fahrt einige Zwischenstopps machen. Bleibt dran und ihr werdet sehen, was wir alles erlebt und gesehen haben. Soweit die Augen sehen können, sieht man nur Arganbäume. Die wachsen nur in der Region Sousmessa in Südmarokko. Wenn man früh morgens unterwegs ist, sieht man die Ziegen auf den Arganbäumen. Zuerst probieren die Ziegen, die tief hängenden Arganfrüchte zu erreichen. Anschließend klettern sie sogar auf die Äste. Wir sind jetzt bei einer Olivenplantage kurz vor Taroudant. Wir wurden vom Besitzer zum Frühstück eingeladen. Die Marokkaner sind dafür bekannt, sehr gastfreundlich zu sein. Wir haben literweise Olivenöl und eingelegte Oliven für Deutschland eingekauft. Ein Liter hat 5 Euro gekostet. Wir fahren jetzt Richtung Tellouin, das Land der Berber. Dort werden wir eine Safran-Kooperative besichtigen. Tellouin ist ein Wüstendorf, was am Atlasgebirge liegt. Das Klima dort eignet sich für den Safrananbau. Thank you.
Bitte. Hat auch Saffron. Wir haben endlich die Safran-Kooperative gefunden. Also ganz günstig hier, 30 Euro. Der Safran ist eine Krokusart, die im Herbst violett blüht. Der Mann hat uns erzählt, dass für eine Kilo Safran müssen die Frauen und die Kinder 200.000 Blüten pflücken. Geerntet muss vor dem Sonnenaufgang, sonst verliert das Gewürz Farbe, Aroma und Wert. Mit der Hand werden die roten Fäden aus der Blüte rausgezupft. Safran ist nicht nur Gewürz, sondern auch Droge. Es wirkt euphorisierend. 15 Gramm können sogar tödlich sein. Der Mann hat uns erzählt, dass Safran in Tailwind auch als Heilmittel benutzt wird. Es soll sogar gegen Krebs wirken. Safran wird so oft gefälscht. So erkennt man einen echten Safran. كيطلق ماشي بارال.
Eine Kilo Safran kostet in Marokko 4.000 Euro. In Deutschland zahlt man bis zu 19 Euro für ein Gramm. Safran ist damit das teuerste Gewürz der Welt und man nennt es daher das rote Gold. 400 Arbeitsstunden sind nötig für ein Kilo Safran. Die Fahrt ging teilweise durch die Atlasgebirge. Die Straßen waren gut zu befahren, allerdings musste man auf die Tiere und Kinder aufpassen, da es immer mal wieder vorkommt, dass sie am Straßenrand stehen oder laufen. Wir sind an vielen Berberdörfern vorbeigefahren. Leider konnten wir nicht überall anhalten, weil wir nicht genug Zeit hatten. Thank you.
Es geht jetzt weiter durch die Steinwüste. Hier gibt es auch etliche Pisten für die Offroader, die man abseits der Straßen fahren kann. Ich würde empfehlen, die Pisten mindestens mit 2 Fahrzeugen zu befahren, so dass man sich gegenseitig helfen kann. In der Sahara gibt es nicht so viele Tankstellen, daher immer rechtzeitig voll tanken. Wir sind an viele Oasen mit Dattelpalmen vorbeigefahren. Hier gibt es die Möglichkeit, frische Datteln zu kaufen. Willst du schnell aussteigen? Der Mann ist zu weit weg von uns. Eine Oase. Meine Hände zittern. Es ist bestimmt Wasser drin. Bei der Fahrt haben wir einen netten Reiseleiter mit einer russischen Reisegruppe getroffen, die wir später mehrmals an andere Hotspots wieder getroffen haben. Nach langer Fahrt sind wir endlich in Fumskid am Hotel angekommen. Was ist das hier? Kannst du das kennen? Ja, und die haben Tische. Ihr könnt sich gleich ins Pool springen. Wo ist Pool? Wie soll ich baden? Bis ich die Leute nicht störe. Okay, jetzt zieh mich schon mal um. Warte. Hallo, ich mache jetzt Couscous, das sieht man. Willst du zeigen? Warte mal, ist zu heiß. Da koche ich die Gemüse mit Kichererbsen und hier ist dann halt Dampfgarer, da ist der Couscous. So.
Mit dem Pool auch. Das Hotel war traumhaft, es lag in einer Oase. Wir haben bezahlt für die Übernachtung 12,50 Euro. Es gab ein Restaurant und ein Kaminzimmer mit WLAN. Im Außenbereich gab es einen schönen Pool. Drumherum gab es genug Sitzmöglichkeiten und ein Nomadenzelt, wo man feiern kann. Was denn? Ich will mit meinem Lade, ja. Ja, und mit Käse. Ich gebe dir Käse. Ja, ich will mit Honig. Das ist da rein drin. Nur noch Honig? Nee. Stimmt, du musst ja auch Honig löffeln. Mann. Der Stellplatz neben dem Hotel mit dem Sanitärhaus war einfach, aber völlig okay. Sie waren noch am Neugestalten. So, das war's für heute. Danke fürs Zuschauen. Bitte abonnieren und liken nicht vergessen. Das motiviert mich, mehr Videos zu machen. Die Abenteuerreise durch Marokko geht's weiter. Dann sage ich bis zum nächsten Vlog und tschüss. مشيت اوام كانت
Hände.